In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie durch gezieltes Training die Beweglichkeit im Schultergelenk und die Armmuskulatur erhalten oder verbessern können. Mein Name ist Daniela Wüstefeld und ich arbeite als Ergotherapeutin bei Otto Bock im Patient Care Center in Duderstadt. Hallo, ich bin der Holger. Mir wurde bei einem Autounfall der rechte Oberarm amputiert. Bei Nichtbenutzung versteift das Schultergelenk sehr schnell. Daher zeigen wir nun ein paar Übungen, um die Beweglichkeit zu erhalten. Holger, dafür steh bitte mal auf. Wir fangen an mit einer Dehnung. Einmal den einen Arm nach oben schieben, den anderen nach unten rausschieben. Dann im Wechsel die Seite. Merkst du, wie das im Gelenk im Prinzip zieht? Einmal langziehen. Am Rückmuskel. Yes. Okay. Und hier langsam und bedächtig. Genau. Und wechseln. Nach oben. Und nochmal einmal jede Seite. Dann kommt die nächste Übung. Und noch einmal den rechten Arm nach oben, links nach unten ziehen und locker lassen. Jetzt ein paar Bewegungen, Schultergelenk nach vorne, große Kreise, sonst die Arme locker hängen lassen. Und wichtig im Anschluss ist immer das Drehen nach hinten, weil wir im Allgemeinen hier vorne sehr verkürzt sind und das ist wichtig, die Kreise nach hinten außen zu drehen. Sehr gut. Und locker lassen. Diese Übungen können Sie ohne spezielles Equipment mehrfach am Tag durchführen. Bitte wiederholen Sie die Übung ca. 10 bis 15 Mal. Bei dieser nächsten Übung geht es um die Kräftigung der Schultermuskulatur. Holger, dafür kontrolliere erstmal gut deinen Stand. Gewicht auf beide Beine verteilen, Bauch anspannen, Hohlkreuz vermeiden. Und jetzt stell dir vor, dass sich deine Arme vor dem Körper kreuzen. Jetzt beide Arme nach vorne oben bewegen und nach oben ziehen und langsam wieder nach unten zurück. Weiter die Haltung kontrollieren und nimm mal deine Augen mit in die Richtung, wo sich die Arme bewegen. Eher hoch, nicht den Kopf so weit in den Nacken. Wir eher nach unten gucken und nach oben bewegen. Okay, gut. Jetzt die andere Bewegungsrichtung. Wir kreuzen vor dem Gesicht, kontrollieren nochmal den Stand. Und dann gehen die Hände nach hinten, unten. Arme wieder hoch. Geht es so mit dem Gewicht? Ja, geht. Okay, sehr gut. Und wieder nach hinten, unten. Und locker lassen. Sehr gut, okay. In diesem Fall haben wir die Übung mit einer Gewichtsmanschette durchgeführt. Es geht natürlich auch ohne dieses zusätzliche Gewicht. Grundsätzlich können Sie diese Übung mehrfach am Tag für 10 bis 15 Wiederholungen auch schon wenige Tage nach der Operation durchführen. Die gerade gezeigten Übungen sind natürlich nur allgemeine Empfehlungen. Bitte kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt, Ihren Therapeuten oder das Krankenhauspersonal, weil die Ihre Situation viel genauer kennen und individuell für Sie Empfehlungen aussprechen können. Weitere Trainingsvorschläge finden Sie auch in der Otto Bock Fitness for Amputees App.